Na, herzlich willkommen zurück nach einer Trocknungszeit. Unsere schönen Bikrit-Produkte wird es also extrem spannend. Es ist, glaube ich, richtig gut geworden. Wir haben hinter den Kulissen schon mal ein bisschen geguckt, so ganz unvorbereitet. Machen wir das natürlich auch nicht. Wir entschmücken uns bei der Gelegenheit wieder. Kennen wir schon. Wir wollen ja arbeiten. Die Bikrit-Produkte bitte. Das ganze Team ist involviert in diese ganze Geschichte. So sieht das im Moment jetzt aus. Sie sehen, wir haben schon ein paar kleine weitere Vorbereitungen uns da erlaubt. Die lassen wir jetzt erstmal so sein, wie sie sind und schauen uns die Produkte selber an. Das Ganze war ja in Förmchen verpackt worden. Und es geht einzig und allein darum, dass wir eine ästhetische Form erzeugen wollen. Eine ästhetische Form unserer Vitalerde, die dann irgendwo beispielsweise in einer Behandlungsvitrine ruht und wir dem Patientenbesitzer darstellen, was wir jetzt vorhaben. Die Mikrit-Anteile werden gestürzt aus ihren jeweiligen Päckchen und das Ergebnis, das sieht dann so aus. Einige haben wir vorgelockert. Klar, das hat so ein bisschen was mit Sandspielen zu tun. Wir gucken uns diese schönen Ergebnisse mal an. Sie sehen, einige sind noch schön und gut verankert. Probieren wir es mal mit dem hier. Das ist ja sowieso mein Lieblingsprodukt, so als Geflügel-Mikrit. So sieht das Ganze jetzt aus. Ließe sich also jederzeit irgendwo präsentieren. Ist absolut steril. Es darf natürlich von jedem Patienten auch angeleckt werden. Völlig unkompliziert, auch wenn wir es dann steril lagern wollen. Wir müssen nichts weiter machen. Es muss trocken gelagert werden. Es bleibt genauso, wie es jetzt aussieht, stehen. Zur weiteren Bereitung. Achtung, wir wollen Ihnen auch nicht verschweigen, dass das alles nicht so ganz einfach ist, wie das jetzt hier aussieht. Wir haben es schon vorgelockert und auf einer anderen Seite sehen wir, dass also bestimmte Formen sich einfach nicht eignen, um das ganze Produkt zu erzeugen. Denn stört sich das, sehen wir, dass da immer noch der Trocknungsvorgang nicht vollständig abgeschlossen ist. Da ist einfach die Formensprache dann eben eine schlechte. Ist völlig unkompliziertes Produkt, ist ja trotzdem weiter zu verwenden. So, und im abschließenden Video, das wir jetzt gleich zeigen, da sehen wir dann, wie wir das wieder in eine Form verbringen, die dann am Patienten angewandt werden kann. Im Moment ist es halt einfach nur schön und das ist ja auch wichtig. So sieht das Ergebnis jetzt also tatsächlich aus. Unser Pferdchen hat Kopf und die Schweifrübe verloren. Stürzen wir das Pferdchen, dann sehen wir das Malheur dann auch. Aber schmälert ja nichts an unserem Produkt, wie eben schon erwähnt. So, das Einzige, was wir jetzt machen, wir verbringen das, was wir da erzeugt haben, wieder in eine patientengeeignete Version. Wir wollen es äußerlich auftragen. Da eignet sich so ein trockenes Produkt nicht. Das Pferdchen wird jetzt dran glauben müssen. Es ist ja schon ein Stück weit in seine Einzelteile zerlegt. Und das, was wir jetzt machen, ist das Zerstoßen der Mikrit-Erde mit einem entsprechenden Agens. Wir sehen, dass es dieses Agens schon mal nicht ist. Wir unterbrechen die. Ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt und es geht ja letztendlich darum, dass wir einfach nur ein gutes Instrument brauchen. Das scheint es eben nicht zu sein. Wir zerkleinern das Produkt einfach und das Ganze wird dann wieder angelöst in einer isotonen Kochsalzlösung. Mich gibt es eigentlich normalerweise auch in einer besseren Küchenversion, auch wenn es jetzt so nicht aussieht. Ergebnis wird einfach nur zerkleinert. Isotoner Kochsalzlösung angelöst in eine Version, also verbracht, die dann Patienten geeignet ist. Und da ist unserer Fantasie dann zum Schluss wieder freier Raum, wie wir das Ganze haben wollen, ob wir es in einer flüssigeren Version haben wollen oder in einer festeren. Zeit ist auch das Instrument ein geeigneteres. Damit lässt sich das Ganze wieder anlösen. Es ist einfach nur isotone Kochsalzlösung eingetragen worden. Und wir sehen relativ schnell, dass die Konsistenz wieder erreicht wird, mit der wir in unsere schönen Formen hineingegangen sind. Das Ganze wird jetzt einfach zum Erweichen wieder in Lösung gebracht, immer wieder angestoßen und dann schließlich patientengeeignet angewandt. Wir sehen, das glaube ich relativ gut, dass das ganze System sich wieder lösen lässt. Was wir jetzt letztendlich frei für uns entscheiden, in welcher flüssigen oder pastösen Konsistenz das Ganze dann zum Schluss dastehen soll, da sind wir vollkommen frei in der Entwicklung.
Na, und das ist jetzt das lang ersehnte Finale. So sieht das Ganze jetzt aus, mit der ein oder anderen Pleite und Panne verbunden, wie wir gerade erlebt haben. Aber so ist das eben in der Erzeugung. Das ganze Ergebnis ist eine butterweiche Vitalerde. Da ist ja immer noch ein Stück weit Xanthan auch enthalten, was als inerter Trägerstoff, als Gelbildung überhaupt gar keine Problematik darstellt. Das ganze Therapeutikum ist als Topikum geeignet, wird dem Patienten topisch auf entsprechende Stellen aufgetragen, als Paste oder als Wundverschluss. Wir können uns relativ gut und klar vorstellen, dass das Ganze durch Eintrocknung eine Art von Wundkruste bildet. Darf sehr gerne völlig unkompliziert mit der eigenen Therapeutin und Therapeutenhand mit dem entsprechenden Finger verteilt werden. Wird nach verschiedenen chirurgischen Gesellschaften sogar auf offenen Wunden zugelassen. Und das ist nicht die einzige Idee. Ein Sommerekzem beim Pferdepatienten, eine feline Akne bei der Katze. Als Wundtherapeutikum haben wir es eben schon deklariert. Als Pyodermie-Desinfektionsmittel, als Steril-Agens auf der einen oder anderen entzündeten Hautoberfläche. Da sind der Fantasie des Therapeuten, der Therapeutin keine Grenzen gesetzt. Das Ganze wird durch Trocknung pulverisiert, wird dann auch vom Patienten gerne weggeschleckt und verarbeitet, ist unkompliziert. Wir reden hier von einem reinen biologischen Calciumcarbonat, das sogar durch unsere Manufakturschritte gesäubert und sterilisiert worden ist durch unsere Ethanolwaschung. Tja, also wir haben viel gesehen und viel gelernt, tolles Produkt erzeugt, macht richtig Spaß. Es ist ein vielfacher Manufakturschritt, den wir kennengelernt haben. Klar, können wir uns mit ein bisschen Zeit erlauben. Das Ergebnis, das dann in unseren Therapievitrinen womöglich zur Anschau bereitsteht, also mit Verlaub, toller und aufregender kann es doch gar nicht sein. Und was Sie dann da für eine Formensprache nehmen und selektieren wollen, na, das liegt ja dann ganz in Ihrer Fantasie und Ihrer Ästhetik. Sie als Therapeutin, Sie als Therapeut sind gefragt. Ja, danke fürs Interesse und das ganze CHW-Team, das hier an der Manufaktur beteiligt war. Naja, wir sind natürlich alle ein Stück weit begeistert. Genauso wie Sie. Bis dann. Ich noch mal ganz kurz eine ganz kleine Idee, die hätte ich dann doch noch gehabt. Warten Sie, man kann so schöne Sachen mit Vitalerden machen. Also zum Beispiel das hier. Erkennen Sie CHW? Ich habe keine Ahnung, aber ich schon. Also, danke fürs Interesse.